ausgewertet wird, war für die Hunderttausende der Kämpfer unendlich mehr. Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen, trotz der zwingenden Großartigkeit dieser Herrscher unserer Partei, bis sieben Mann hoch war, sprach sie schon zwei Grundsätze aus. Erstens, sie wollte eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Und zweitens, sie wollte daher kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. Kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland.